When I ask you, when were you born again? Wenn ich dich frage, wann warst du von neuem geboren? Most of you will give me different dates. Also viele von euch werden mir verschiedene Tage nennen. Kein Problem. 1. Petrus bitte aufschlagen. 1. Peter 1, the verse number 3. 1. Petrus 1, wir lesen Vers 3. Peter said, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy had begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus from the dead. Gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. We are born again by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten sind wir wiedergeboren. So you're born again is 2000 years old. Also, deine Wiedergeburt ist 2000 Jahre jung. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is what Peter is saying. Dr. sagt Petrus, that when Jesus Christ rose from the dead, dass als Jesus Christus aus den Toten auferweckt wurde, we have been born again, so wurden wir wiedergeboren. To a lively hope. Und zwar zu einer lebendigen Hoffnung. You know, Hosea prophesied. Denn Hosea hat weisgesagt, in Hosea 6, the verse number 2, nämlich in Hosea 6, Vers 2, he says, after 2 days he will revive us. Nämlich nach 2 Tagen werde er uns wieder erwecken, lebendig machen. In the third day, am 3. Tag, we shall be alive, werden wir erquickt. And then we shall live before his sight forever. Und dann werden wir in seinem Angesicht in Ewigkeit leben. Amen. Amen. So we are in the day of his resurrection. Dementsprechend sind wir an jenem Tag seiner Auferstehung. Glory be to God. Ehre sei Gott. When Jesus Christ was born, als Jesus Christus geboren wurde, it was a time of revival. Das war die Zeit der Erweckung. Because his birth, denn sein Geburt, revived the law again. Hat das Gesetz wieder erweckt. He was a minister of the law. Er war ein Diener des Gesetzes. He brought the law to the real standard that the law should be. Er brachte das Gesetz zu dem Niveau, wo das Gesetz hingehörte. That was revival. Das war die Erweckung. But after he died, doch nachdem er starb, he's not reviving anybody. Es gab nichts mehr zu erwecken. If you are alive, wenn du am Leben bist, you don't need revival. Dann brauchst du doch keine Erweckung. Huh? Mhm. Someone who is alive, also jemand, der am Leben ist. We make him live again. Also wir sorgen dafür, dass er wieder lebt. Wie geht denn das? So we are not in the time of revival. Und dementsprechend, wir verbessern jetzt unsere Aussprache. Wir sind nicht in der Zeit der Erweckung. We are in the days of his life. Wir sind in den Tagen seines Lebens. Amen. Amen. These are very simple things. Das sind sehr einfache Dinge. But until the church understands this, we will not enter into our true position. Doch bis die Gemeinde diese einfachen Dinge begreift, werden wir nicht in unserer wahrhaftigen Stellung eintreten. We're praying for revival. Wir bitten um Erweckung. To revive what? Was soll nun erweckt werden? Are we dead? Also sind wir tot? Is the church dead? Ist die Gemeinde tot? That the church needs to be revived? Ja, dass die Gemeinde wiederbelebt werden soll? The church needs to return to its place. Die Gemeinde braucht zurückzukehren, braucht eine Umkehr zu ihrer Stelle. To return to Christ. Nämlich umzukehren zu Christus. That is what the church needs. Genau das braucht die Gemeinde. The mega churches. Ja, die Megagemeinden. Where is Christ? Wo ist Christus darin? The crying revival. Ja, die schreien nach Erweckung. To revive who? Und wen soll erweckt werden? Tell your brother, your sister, you are not dead. Sag deinen Geschwister, zu Recht und zu Linken, du bist nicht tot. If he's risen, I am risen with him. Wenn er auferstanden ist, bin ich mit ihm auferstanden. Do we understand resurrection? Also begreifen wir, was Auferstehung resurrection heißt? Means he has defeated death. Auferstehung bedeutet, er hat den Tod besiegt. He will not die again. Er stirbt nicht mehr. Amen. Amen. He will not return to what he defeated. Er wird nicht zurückkehren zu dem, was er besiegt hat. We need revival because we don't understand his death. Wir meinen, wir brauchen Erweckung, weil wir seinen Tod nicht begriffen haben.
Yes. Ja. Your skin. Dein Fell. Is Marie. Ist zum Beispiel eine Schwester oder ein Bruder. But your voice. Doch deine Stimme. Should be Christ. Sollte Christus sein. Amen. God doesn't refuse that. Also Gott lehnt es überhaupt nicht ab. I have the skin of David. Ja, ich habe das Fell oder die Haut George. The voice. Doch die Stimme. That's what matters. Das zählt. It's Christ. Das ist Christus. If he says he's blessed, I say I am blessed. Also wenn Christus sagt, er ist gesegnet, dann sag ich bin gesegnet. He's not ashamed for me to be united with him. Denn schämt sich nicht, sich mit mir vereint zu sein. We have to take hold of our resurrection. Nun müssen wir unsere Auferstehung ergreifen. He stood before the tomb of Lazarus. Er stand vor dem Grab Lazarus. And he said to Martha. Und da sprach zu Martha. I am the resurrection and the life. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus Christ. Jesus Christus. Is the resurrection. Ist die Auferstehung. We are in the resurrection. Wir sind in der Auferstehung. Amen. Amen. We are in Christ. Wir sind in Christus. So we have to embrace our position. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir unsere Stellung annehmen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now this is the most greatest revelation in Scripture. Das ist die größte Offenbarung der Schrift. If the church understand resurrection, wenn die Gemeinde Auferstehung begreifen würde. The next day the world will change. Ich sage euch, es braucht nur einen Tag, dann verändert sich die ganze Welt. Because facts will lose its power. Denn warum? Die Fakten verlieren ihre Kraft. Because you will not consider facts again. Dann wirst du nicht mehr die Fakten berücksichtigen. The experiences. Die ganzen Erfahrungen. The things that, you know, befall you. Dinge, die dich im Leben angreifen. You will understand your position. Du wirst deine Stellung begreifen. You will talk from your position. Und dann sprichst du aus deiner Stellung heraus. You will act from your position. Du handelst aus deiner Stellung heraus. You will proclaim your victory. Du verkündigst deinen Sieg. Paul says, denn Paulus spricht, if Christ is not risen, wenn Christus nicht auferstanden ist, we are still in our sins. Dann sind wir immer noch in unseren Sünden. 1 Corinthians 15. Das finden wir in 1. Korinther 15. The verse 17. Vers 17. I'm not me. Paul. Also, das habe ich nicht gesagt, das hat Paulus gesagt. That if Christ is not risen, dass wenn Christus nicht auferstanden ist, we are still in our sins. Dann sind wir immer noch in unseren Sünden. So what does that mean? Was heißt das? If he is risen, wenn auferstanden ist, we are no more in our sins. Dann sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Woo! You are not a sinner. Come on, don't try to be like, I'm humble, you know, I'm a sinner. You are not a sinner. You can't be. If you say you are a sinner, you are spitting on this day that we are celebrating. My Father. You are rejecting his resurrection. Oh. When you declare that you are a sinner, you are telling God that all what he did and his son went to the cross and defeated death, defeated sin, and came out a new man, a new creation, and brought you into oneness with it. You are putting all this into nothing. When you stand and begin to declare such rubbish, you are not. Today is the day for deliverance. Amen. Amen. Es ist wichtig zu begreifen, dass wir nicht dieses Demutsgesicht anziehen. Och, ich bin ja so demütig, ne? Ich bin ein Sünder, ich bin eine Sünderin. Also das ist Humbug. Denn warum? Wenn ich behaupte, Sünder zu sein, was sage ich damit? Dann spucke ich auf die Auferstehung. Dann sage ich zu den Auferstehungen, für die Katz. Doch es ist wichtig zu sehen, dass Christus auferstanden ist. In seiner Auferstehung hat er die Sünde überwunden. Die Sünde ist für immer überwunden. Und deshalb ist es wichtig, es ist kein Demut. Es ist nicht demütig zu sagen, oh, ich bin ein Sünder, ich bin dies, ich bin jenes. Nein, du bist auferstanden. Fang an, das anzuerkennen, damit du letztendlich frei bist. Denn die Auferstehung ist deine Befreiung. Amen. Amen. 1. Corinthians 15. 1. Korinther 15 bitte aufschlagen. It says, and if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Vers 17. 1. Korinther 15, Vers 17. Hier heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig.
so seid ihr in euren Sünden. Halleluja. Halleluja. This is how powerful the resurrection is. Genauso kraftvoll ist die Auferstehung. So now, if we believe in the resurrection, wenn wir nun der Auferstehung glauben, you believe in the person that God declared you to be. Wenn du der Person glaubst, für die Gott dich hält, through you, dein wirkliches Du has been resurrected, ist auferstanden. When Mary Magdalene, als Maria Magdalena and the other women, und die anderen Frauen, they went to the tomb, in Lukas Evangelium 24, als sie wirklich zum Grab hinging, the Bible says that they discover that the stone that covers the mouth of the tomb was rolled away. Sie haben festgestellt, dass der Stein, was vor dem Grab gestellt wurde, ist weggerollt worden. What is the significance of the tomb? Also, was ist die Bedeutsamkeit des Grabes? It's a place of rejection. Das ist ein Ort der Ablehnung. Of abandonment. Ein Ort der Vernachlässigung. Amen. Amen. The place of fear. Das ist ein Ort der Angst. No matter how wonderful a person is. Egal wie wunderbar ein Mensch ist. When he went into the tomb, sobald diese Person seinen 6 Fuß angetreten ist. You don't go on fellowship with the person, right? Also da geht man nicht hin und sagt, Mensch, wie geht's dir? Lass uns mal zusammen frühstücken. Das macht man nicht mehr. We forget, after some time we forget the guy. Ja, also man trauert, man tut alles, aber nach gewisser Zeit ist es vorbei. I'm alone there, I'm rejected. Yeah. Wenn man sich mal so vorstellt, wenn die Person sagt, ich bin ja hier ganz allein. Ja, ist so, wenn man da ist. Amen. Amen. So it's a place of limitation. Und dementsprechend, das Grab spricht für Begrenzung. So Jesus Christ, Jesus Christus, his resurrection, seine Auferstehung, has opened our tomb, hat unser Grab geöffnet. We are no more in fear. Wir sind nicht mehr in der Angst. We are no more in rejection. Wir sind nicht mehr abgelehnt. We are no more abandoned. Wir sind nicht mehr vernachlässigt. We are no more alone. Wir sind nicht mehr allein. That which restricts us, das, was uns limitiert, was uns einengt, has been taken away, wurde weggenommen. The stone. Nämlich der Stein. The law. Ja, das Gesetz. We are no more under the law. Wir sind nicht mehr unterm Gesetz. The law limits our potential. Denn das Gesetz begrenzt unser Potenzial. It has been rolled away. Das wurde weggerollt. We are now free. Nun sind wir frei. Free from fear. Frei von der Furcht. Free from lack. Frei von dem Mangel. Free from rejection. Frei von der Ablehnung. This is the message of the resurrection. Das ist die Botschaft der Auferstehung. The Father is satisfied with you. Also der Vater ist mit dir gesättigt, zufrieden. We have to take advantage of the resurrection. Es ist wichtig, dass wir den Vorteil, die Vorzüge der Auferstehung ergreifen. Amen. Amen. We have to take advantage. Also da müssen wir die Vorteile der Auferstehung zu eigen machen. Glory be to God. Ehre sei Gott. His reason. Er ist auferstanden. I'm risen with him. Ich bin mit ihm mit auferstanden. Halleluja. Halleluja. No more bound. Also keine Begrenzung mehr. No more limited. Keine Abspaltung mehr. Now you can do anything. Nun bist du in der Lage, alles zu tun. Amen. Amen. All the things that Christ can do. Alles, was Christus tun vermag, you can do it. Das kannst du genauso. Glory be to God. Ehre sei Gott. So, please. What I'm trying to say to us today, also was ich heute uns mitteilen möchte, ist folgendes. That our destiny is in our hands. Unsere Bestimmung liegt an unseren Händen. Amen. Amen. How far we want to go. Also wie weit wir im Leben kommen möchten. How free we desire to be. Also wie frei wir uns wünschen. Is in your hands. Das liegt in unseren Händen. This is what resurrection is. Aber genau das heißt Auferstehung. Nobody Niemand can cause you to fail. Kann bewirken, dass du versagst. No circumstances. Kein Umstand can hold you down. Bestimmt, wie weit du kommst. You're free. Du bist frei. You can fly. Du kannst fliegen. You can run. Du kannst rennen. You can walk. Du kannst laufen. It's in your hands. Es liegt an dir. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see why we need revival? Wisst ihr, wir sprechen immer von Erweckung. Warum wir das brauchen? Because we still see ourselves bound. Weil wir uns selbst immer noch gefangen, gebunden sehen. We don't understand the message of the cross. Wir begreifen nicht die Botschaft des Kreuzes. The cross is an extermination. Das Kreuz
ist Vernichtung. The extermination of the natural man. Nämlich die Vernichtung des natürlichen Menschen. That is where your natural being ceased to be. Am Kreuz hörte die Existenz deiner natürlichen Wesen auf. That is where God refused to recognize you in the natural. Und dort am Kreuz hat Gott sich entschieden, er hat sich geweigert, dich im natürlichen Sinne anzuerkennen. At the cross, am Kreuz, the flesh, das Fleisch was exterminated. Wurde vernichtet. Its value was exterminated. Der Wert des Fleisches wurde zu null gefahren. So beyond the cross, nach dem Kreuz, Paul says, sagte Paulus, now, nun know we no man, kennen wir keinen Menschen after the flesh. Nach dem Fleisch. Why? Warum nicht? What has happened? Was ist geschehen? God has rejected the flesh. Gott hat das Fleisch abgelehnt. He has rejected your natural you. Er hat das natürliche Du für nichtig erklärt. With your achievement and with your potential and with your capacities and with your power, with your accolade, with all that you can carry. You can impress me, you can impress others, you can impress people in the world. Before the Father, he recognizes nothing like that. Also the only recognition is Christ. Our Father. And Christ has took the trophy, not for himself, but we were all in him. Our Father. It's because we don't see him in his glory and in his victory that we don't really cherish. You say, no, we don't see. It's abstract. You can Christus nisehen. Come on. Now. We want to see. But you don't need to see, you need to know. Amen. Und dementsprechend jeder Mensch mit seiner Leistung, seiner Mühe, all dem, was er erreicht hat, was er von anderen sogar mitgewonnen hat, was er mitbekommen hat, all das kann den Menschen per se beeindrucken. Ja, du kannst mich beeindrucken, kannst jemanden beeindrucken, aber vor Gott ist das gar nichts. Denn warum? Alles, was wertvoll ist, Christus zugeteilt. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass wenn wir in Christus sind, was tun wir? Wir teilen seinen Wert. Wir teilen seine Herrlichkeit. Manche behaupten, na ja, Pastor, also das, was du predigst, ist ein bisschen abstrakt. Ja, es hat keine Hand, es hat keinen Fuß. Ganz einfach, weil dieser Mensch, der sowas behauptet, er möchte Gefühl haben. Er möchte im natürlichen Christus gern. Nein, du sollst Christus erkennen. Und aus der Erkenntnis gewinnst du die Manifestation. Halleluja. Halleluja. Jesus Christ, Jesus Christus, was crucified. Wurde gekreuzigt. Who crucified Christ? Wer hat Jesus Christus gekreuzigt? We need to understand these things. Diese Dinge müssen wir verstehen. The man of the flesh. Der Mensch des Fleisches. The man after the five senses. Der Mensch, der sich nach seinen fünf Sinnen richtet. Rejected Christ. Hat Christus abgelehnt. Your five senses. Deine fünf Sinne. Cannot accept him. Kann Christus nicht annehmen. Who crucified him? Wer hat Christus gekreuzigt? I want to be spiritual today. Heute möchte ich geistlich sein. Is your five senses. Es sind deine fünf Sinne. The natural man, der natürliche Mensch, is the man of the senses. Ist der Mensch nach den Sinnen. So that man, also with dieser Christ, Mensch mit Christus, are opposite. Die sind voll die Gegensätze. They are opposite. Die sind Gegensätze. And so when Christ was crucified, und dementsprechend, als Christus gekreuzigt wurde, he crucified the man of the senses. Dort am Kreuz wurde der Mensch nach den Sinnen gekreuzigt. What does that say to us? Was sagt uns das? It simply means, das bedeutet ganz einfach, your five senses, dass deine fünf Sinne can no more dictate who you are. Können nicht mehr bestimmen, haben nicht mehr das Sagen über wer du bist. So this simply means, das bedeutet, who you are, wer du bist, is who God says you are. Ist genau Gottes Aussage über das, über dich. The man that came out of the tomb. Der Mensch, der aus dem Grab hervorgekommen ist. He doesn't move by his five senses. Bewegt sich nicht, wird nicht geleitet durch seine fünf Sinne. By what he physically feels. Ja, nicht durch was er körperlich fühlt. That's why Paul says. Und deshalb sprach Paulus. We don't walk by sight. Wir wandeln nicht durch Schauen. We walk by faith. Sondern durch Glauben. We walk by faith. Wir wandeln durch Glauben. Who you are, wer du bist, is by faith.
geschieht durch Glauben. You know, our faith, unser Glaube, our belief, unsere Annahme is nothing, ist nichts, until we understand the resurrection. Bis wir die Auferstehung begriffen haben. Amen. Amen. Because our faith, denn unser Glaube is based on the resurrection, ist fundiert auf die Auferstehung. And so the resurrection, die Auferstehung does not depend on the five senses, ist unabhängig von den fünf Sinnen. It is not restricted by the five senses, wird nicht begrenzt durch die fünf Sinne. That's why when Jesus Christ resurrected, und deshalb, als Jesus Christus auferstanden he could ist, walk through the walls, konnte er durch Wände gehen. He's not affected, er wurde nicht beeinflusst by time, durch Zeit. He's not affected, er wird nicht beeinflusst by events, durch Ereignisse. He's free. Er ist frei. So, your destiny, deine Bestimmung is in your hands, liegt in deinen Händen. How far you wanna go? Wie weit du gehen möchtest. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So, today heute is a new beginning, ist ein neuer Anfang. Today is a new beginning. Heute ist ein neuer Anfang. The day of resurrection. Der Tag der Auferstehung. The day of our birth. Der Tag unserer Geburt. So let's forget about what people are saying. Also lass uns bitte die Aussage von anderen Menschen vergessen. Let's forget about what we've gone through. Lass uns bitte das vergessen, was wir bis hierhin durchgemacht haben. And let us declare who we are. Und lass uns erklären, voll erkundigen, wer wir sind. Das braucht Kühnheit, nämlich in der Auferstehung zu wandeln. Because in the eyes of people, denn in den Augen der Menschen, you may seem as if you're failing. Also das schaut so aus, als wärst du Versager durch und durch. But you can't fail. Doch du kannst nicht versagen. It's not possible. Unmöglich ist das. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. And so let us determine, und lass uns entscheiden, that we're going to walk according to the power of his resurrection. Dass wir wandeln werden gemäß der Kraft der Auferstehung. The great apostle Paul, Apostel Paulus, der Große, in Philippians 3, the verse 10, in Philippa 3, Vers 10, he says, that I may know him. Dort hieß es, dass ich ihn kenne. Paul wanted to know Christ. Paulus wollte Christus kennen. Then he says that I may know him and the power of his resurrection. Damit ich ihn kenne und die Kraft seiner Auferstehung. So to know Christ, also Christus zu kennen, is to know the power of his resurrection. Bedeutet, man kennt die Kraft seiner Auferstehung. What is the meaning of his resurrection? Was bedeutet seine Auferstehung? That is what the word power means. Aber genau das heißt Kraft in diesem Satz. Amen. Amen. So Paul is saying, Paulus sagt, for me to know him, damit ich ihn kenne, I must know the meaning of his resurrection. Muss ich die Bedeutung seiner Auferstehung kennen. So if I don't know the meaning of his resurrection, I don't know him. Wenn ich die Bedeutung seiner Auferstehung nicht kenne, dann kenne ich ihn gar nicht. We may claim that we know Christ. Wir mögen ja behaupten, dass wir Christus kennen. If we don't know his resurrection, doch wenn wir seine Auferstehung nicht kennen, we don't know him. Dann kennen wir ihn überhaupt nicht. Amen. Amen. And if we don't know him, und wenn wir ihn nicht kennen, we cannot live his life. Dann können wir sein Leben nicht ausführen. Because eternal life, denn ewiges Leben is to know him, bedeutet, ihn zu kennen. Not the historical Jesus. Wir sprechen nicht über die geschichtliche, die historische Jesus. Von dem sprechen wir gar nicht. It's wonderful. Das ist wunderbar. His incarnation is great. Ja, seine Menschwerdung ist großartig. His birth is wonderful. Seine Geburt ist toll. But the greatest of it all, doch das Größte von ihnen allen is his resurrection, ist seine Auferstehung. Amen. Amen. That's why this season, und deshalb zu dieser Zeit, is the definition of Christianity. Das ist die Definition des Christentums. This is the day that we should be. This is our Christmas. Also das sollte eigentlich unser Weihnachten sein. Now, to show how the church has lost it, also um zu zeigen, wie die Gemeinde genau diese Bedeutung außer Acht gelassen haben. Because this is just normal. Ja, es ist einfach ein Feiertag. Hab Freiheit. Ne? But this is the real day if doch, you are a Christian. Doch this is heute, the day. Heute ist der wirkliche Tag, wenn du tatsächlich Jesus angenommen hast, wenn du Christin bist.
Heute ist dein Weihnachten. Wonderful for the baby Jesus. Ja, also es ist wunderbar für den, ja, den kleinen Jesus. Kuchi, kuchi, ku und so. But there is a good news. Doch es gibt eine frohe Botschaft. He's no more a baby. Er ist kein Baby mehr. He's Lord. Er ist Herr. He's a conqueror. Er ist Überwinder. He's victorious. Er ist siegreich. He conquers sin. Er hat die Sünde überwunden. Conquered death. Er hat den Tod überwunden. Breaking the hold of failure. Er hat das Versagen zerstört. This is the Jesus we're talking about. Von diesem Jesus sprechen wir. And you and I, und du und ich, we are one with him. Wir sind eins mit ihm. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. That we may know him. Damit wir ihn kennen. And the power of his resurrection. Und die Kraft seiner Auferstehung. Thank you, Father.